Grüße gehen raus, ich bin's wieder, euer Dennis. Ich berichte euch heute wieder exklusiv aus dem großen Dschungel der Tabakwelt. Wir schauen uns heute einmal genau den Mark 1 an. Mark 1, auch Mark 1 genannt, mit einer der bekanntesten Tabake weltweit. Wir werden uns den Tabak heute etwas genauer anschauen und hoffentlich zusammen sein Geheimnis lüften, beantworten natürlich die wichtigsten Kundenfragen und verlosen auch eine Original Mark 1 Stopfmaschine. Und am Ende des Videos habe ich noch einen exklusiven Tipp nur für euch. Also dranbleiben lohnt sich. Ich freue mich. Los geht's. Tabak-Welt.de, die Welt des Tabaks. Der Mark 1 Volumentabak wurde von den kanadischen Ureinwohnern der Sechs Nationen entwickelt und jahrelang hergestellt. Im Dezember 2022 hat sich dann der tschechische Tabakhersteller und Händler Dancek die Markenrechte am Mark 1 Volumentabak gesichert und lässt den Tabak seit jeher im neuen Glanz erscheinen. Dancek, unter anderem auch bekannt für die Marken Mohawk, Couture, GM oder American Club, müsste eigentlich jedem ein Begriff sein, auf dem Tabakmarkt auf jeden Fall ein großer Player. Was allerdings gleich geblieben ist, das Erbe von Mark Adams Nummer 1, so wird es übrigens vollständig ausgesprochen. Der Tabak wusste seit jeher zu überzeugen mit seinem exzellenten Preis-Genuss-Verhältnis. Ja? Mit dem Mark 1 bekommt ihr einen satten American Blend, bestehend aus Burley, Virginia und Orient-Tabaken und das alles zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ihr also auf Qualität achten wollt und trotzdem das Budget im Auge behalten wollt, anders als unsere Bundesregierung der Zeit, seid ihr mit dem Mark 1 auf jeden Fall bestens unterwegs. Mit dem neuen Mark 1 Volumentabak im 400 Gramm Eimer für 59,95, das ist dieses gute Stück hier, könnt ihr bis zu 800 Zigaretten stopfen. Das ist natürlich abhängig vom Stopfverhalten. Der eine stopft ein bisschen fester, der andere ein bisschen leichter oder fluffiger. Aber grundsätzlich könnt ihr bis zu 800 Zigaretten stopfen, macht einen ungefähren Preis von 7,5 Cent pro Zigarette. Was ihr zusätzlich natürlich noch dazu braucht, sind zum Beispiel die passenden Mark 1 Hülsen und natürlich auch die Mark 1 Original Stopfmaschine, die wir wie gesagt auch unter den ersten 10 Kommentaren mit verlosen. Wie das Ganze funktioniert, würde ich euch jetzt einmal zeigen und mit ein bisschen Übung kriegt ihr das dann auch ganz easy zu Hause selber hin. So Freunde, für die, die noch nicht gestopft haben, zeige ich das Ganze jetzt einmal kurz. Wir haben hier eine Stopfmaschine, einmal die Filterhülsen und natürlich euren Mark 1 Tabak. Stopfmaschine mache ich mal auf. Hier haben wir natürlich Ersatzteile, einmal den Gummi zum Festhalten und die Frontlasche, wo die Zigarette raufgesteckt wird. Die nutzen halt gerne mal ab, deswegen ist da auf jeden Fall für Ersatz gesorgt. Dann nehmt ihr euch hier ein bisschen Tabak weg. Für die richtige Menge bekommt ihr mit der Zeit auf jeden Fall noch ein Gefühl. Es gibt halt, wie gesagt, auch Unterschiede. Die eine stopfen ein bisschen fester, die anderen ein bisschen fluffiger. Da bekommt ihr mit der Zeit aber auf jeden Fall ein Gefühl für. Ihr könnt natürlich jetzt auch hier den Stampfer nutzen. Ja, ich selber mache es immer mit den Fingern, aber der Stampfer ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann nehmt ihr euch hier eine Hülse raus. Einmal abklopfen. Hülse wird dann so aufgesteckt, dann einmal den Griff festhalten, runterziehen, hochziehen und voilà, eure Zigarette ist fertig. Kommen wir jetzt zu den von euch am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Mark 1 Tabak. Mark 1 Feinschnitttabak gibt es ja auch in der Tabakwelt. Was ist der Unterschied zum Mark 1 Stopftabak? Den Mark 1 Feinschnitttabak, das ist diese Dose hier, schauen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall etwas genauer an. Deswegen will ich an dieser Stelle noch nicht zu viel dazu verraten. Wie lange ist der Tabak von Mark 1 haltbar? Also ungeöffnet ist der Mark 1 wirklich gefühlt ewig haltbar. Der hält sich wirklich sehr, sehr lange. Ja, wenn ihr die Dose einmal geöffnet habt, hält sich der Tabak circa 3 bis 4 Monate, bis er dann wirklich schlussendlich sehr trocken wird. Wie kann ich den Tabak von Mark 1 optimal feucht halten, hören wir natürlich auch sehr, sehr oft. Hier könnt ihr natürlich auf kleine Hausmittelchen zurückgreifen. Ihr könnt beispielsweise eine Orangenschale, ein Stück Apfel oder auch ein Stück Kartoffel in den Tabak legen. Ja. Oder ihr greift auf den sogenannten Tabakbefeuchterstein zurück. Den könnt ihr natürlich auch hier bei uns in der Tabakwelt kaufen. Der wird einfach ins Wasser gelegt, ist auch mehrfach verwendbar, wird dann dem Tabak hinzugefügt, einfach ein bisschen eingebuddelt. Und nach kurzer Zeit hat der Tabak dann auch den gewünschten Feuchtigkeitsgrad wieder, den ihr euch schlussendlich wünscht.
Was auch sehr oft gefragt wird, wieso kann ich bei euch keine elektrischen Tabakstopfmaschinen kaufen? Leider sind in Deutschland elektrische Tabakmaschinen für Privatnutzer verboten. Schuld hieran ist die Tabaksteuer. Ja, es soll so vermieden werden, dass Zigaretten im großen Stil zu Hause selber gestopft werden. Schließlich, ich kann es mir nicht verkneifen, es tut mir leid, braucht unsere Bundesregierung noch mehr Geld, als sie so schon hat. So Freunde, ich habe euch ja noch einen ganz exklusiven Tipp versprochen, und zwar bei allen Standardhülsen. Es ist immer so, dass der Tabak bis zu dieser Linie hier, ich habe euch die mal vorgezeichnet, circa mit in den Filter reingestopft wird. Ja, also der Filter ist von hier bis circa dieser Markierung ausgefüllt. Diesen Teil hier, wo Tabak mit reinkommt, raucht ihr nie mit. Ja, das bedeutet, ich empfehle euch sehr, holt euch die Special Size oder Extra Size Hülsen, denn dort ist der Filter von innen genauso wie von außen mit der gelben Markierung angepasst. Das heißt, diesen ganzen Tabak hier schmeißt ihr niemals mehr weg. So Leute, das war's von mir für jetzt. Mir hat es wieder riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich euch auch. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen zu Mark 1 haben, könnt ihr die jetzt gerne wieder in den Kommentaren stellen. Ansonsten freue ich mich immer, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich bin raus. Grüße gehen raus. Euer Dennis.